Kunstler hat auch tatsächlich schon dieses Werk als digitales Kunstwerk verkauft, weil es geht ja hier in der Ausstellung auch darum, dass wir digitale Kunstwerke an den Mann bringen, sogenannte NFTs, und der ist schon im Game. Ja, also wir sind die Dixons, sind ein Künstlerkollektiv aus Berlin und wir haben uns vor 4 Jahren dazu durchgerungen, mal so ein Projekt, so ein Experiment zu starten. Das hieß damals The House. Dieses Experiment ist sehr gut gelungen und hat sehr viel Aufsehen gesorgt. Und dann haben wir 4 Jahre damit verbracht, uns damit auseinanderzusetzen, wie wir dieses Konzept weiterentwickeln können. Und das mündet jetzt in dieser Ausstellung Go, die wir hier am Nollendorfplatz machen, wo wir versuchen, das Konzept von damals weiterentwickeln zu können und natürlich auch den Künstlern den Space geben zu können, sich selbst auch mit ihrer Weiterentwicklung auseinanderzusetzen.